Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Wir sind hier auf Riskys Insel und da ist sie. So, du konntest dich also nicht aus der Sache raushalten, was? Hast du gesehen, was meine Armee aus Tinkerbells gebaut hat, hä? Nun, hier ist deine Antwort. Danke für die 4 magischen Steine. Ich bin kurz davor, meinen dampfbetriebenen Behemoth zu vollenden. Mit mir auf dem Helm. Keine Stadt an Land oder auf See wird sich jemals meinen Regeln widersetzen. Bereite dich vor für die großartige Macht meines vielseitigen dampfbetriebenen Tinkerpanzer. Oh nein! Oh oh, ich habe Angst. Oh Gott, das Ding ist riesig. Ich bin jetzt auf diesem riesigen Gerät hier, oder was? Oh Gott, was ist das alles hier? Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Stimmt, irgendwas kaputt machen. Holy shit. Wo soll ich lang hier? Ah, Kacke. Da gibt es kein Durchkommen. Wobei... als Elefant hier vielleicht was tun. Hasse mein Computer. Immer diese scheiß Nachricht. So. Hier passiert nichts. Hm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht direkt sterbe. Verwandlung wieder. So. Fühle mich hier irgendwie so nicht so richtig bereit quasi. Hä? Was soll ich hier machen? Ja, okay. Da darf ich nicht hingehen. Und... oh, Game Over Screen. Fängt ja gut an. Fängt ja richtig, richtig gut an. Risky, deine Dampfmaschinebetriebe ist ziemlich stark. Aber es muss eine Möglichkeit geben. Ich sehe mir das Ganze jetzt mal von oben an. Au! Das ist das Auge. Sie ist im Helm drin, wurde uns gesagt. Oder hat sie uns gesagt? Oh, was? Warum kann ich das nicht kaputt machen hier? Sieht doch so zerbrechlich aus. Hm. Dem Elefanten vielleicht. Und? Nee, klappt nicht. Was soll ich hier? Was übersehe ich gerade? Ich wollte... nein, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur hier reingehen, weil mir gesagt wurde, Risky sei im Helm drin. Aber sie ist ja nicht da. Kann da irgendwie nichts machen. Hä? Bin gerade ein wenig überfragt gerade. Sieht aber beiden Seiten gleich aus, oder? Ja.
Da komme ich nicht rein. Kann ich auch nichts machen. Au. Das ist natürlich die Frage. Ah, falsch. Natürlich die Frage, was mache ich hier? Ich muss ganz bestimmt wieder in den Kopf rein. Aber was dann? Was übersehe ich gerade? Au. Ist ja mal gut jetzt. Noch weiter hoch kann ich aber nicht. Nee, hier drin ist absolut gar nichts. Ich kann das hier nicht zerstören. Habe ich irgendwas, irgendwas Cooles an Items? Kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich ein Item verwenden muss. Ist nicht möglich. Nee. Ich bin gerade ziemlich überfragt. Ich meine, es muss ja machbar sein, auch wenn ich jetzt das Item hier nicht hätte, ne? Es sind vier solcher Steine. Ich dachte jetzt irgendwie... Oder sind das die vier Steine? Ja, das sind die vier Steine. Wisst ihr, was ich meine? Das sind die vier Steine, die Risky von uns gemobst hat. Ich wette, jeden Stein muss ich irgendwie mit einer Fähigkeit oder mit einem Zauber erledigen. Aber wie? Aber wie? Würdest du dich bitte verwandeln, Shanti? Danke. Nein, das Spiel kann auch nicht von ihr verlangen, dass ich die Affenklaue habe, zum Beispiel. Aha. Aha. Hier kann ich was kaputt machen. Aha. Ah, ich verstehe. Kann ich mit den Steinen jetzt holen gehen? Shit. Ich möchte da hochgehen. Ha! Ja, jetzt kann ich den hier wegmachen. Ah, da komme ich da durch. Ah, muss mir doch jemand sagen, Mensch. Mach mir das kaputt. Dann geht das kaputt. Wunderbar. So, Risky. Hat eine Zeit lang gedauert, aber ich denke, ich habe die Schwachstelle von deinem Roboterfieber gefunden. Ne? Wollte ich traurig sein. So, und dann noch die andere Seite. Ha! Ja, du hattest die Schwachstellen gut versteckt, aber... Nee, 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 Risky. Nee, 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 nee. Weg damit! Sammle ich die eigentlich ein? Muss ich gleich mal testen. Nee, ich sammle die nicht ein. So, und noch das hier. Bum, 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 bum. Da hätten wir den Twinkle Stone, nehme ich an. Nein? Ah, ich wollte schon sagen. Ich hätte auch mit der Harpe hier rausgehen können, aber nee. Mir macht's mit dem Affen. So, und bum! Oh Gott. Was ist da? Warum mache ich das eigentlich mit dem Affen? Warum mache ich das mit dem Affen? Weiß ich nicht. Weil ich so auch machen kann. Ha, das Herz des Roboters. Stirb! Stirb! Yeah! Na, Risky, war das deine Ultra-Zerstörungsmaschine? Oh Gott. Oh Gott. Nein! Wie ist das möglich? Mein Tinkerpanzer! Er besteht nur noch aus Trümmern. Ich werde dich in kleine Stücke schneiden und auf deinen Gedärmen tanzen. Da wäre ich jetzt überhaupt kein Fan von.
Was zur Hölle? Was zur... Ich brauche Heilung. Nehme das hier. Ich kann es nicht einsetzen, scheiße. Komm schon. Dankeschön. So. Und nun. Ich nehme einen Genie, nicht wahr? Greifst du mich wieder an? Ja! Ob du das tust. Ha. Na? Greifst du mich wieder an? Ja! Wow, du bist so viel zu schnell. Boom! Scheiße. Komm schon. Ha! Ich hab genug Magie für dich. Risky. Oh Gott. Fuck. Was ist das, Risky? Warum machst du mir so viel Damage hier? Oh Gott, Ultra-Attacke. Was machst du? Oh Gott, sie kommt gleich wieder. Gott. Ich kann nicht so schwer treffen. Oh Gott, Trank. Ich kann sie so schwer treffen. So. Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, das hier ist das... Moment, ich nehme noch das hier. Angriff verdoppeln. Da kommt sie, ich hab's gesehen. Dann nehmen wir noch das hier. Verdammt! Verdammt, komm runter! Die zu treffen ist ultra heftig. Ultra heftig, dieser Kampf. Ja, deswegen habe ich ja Items dabei, ne? Bums! Bums! Nein! Der Kampf ist schwer. Aber ich habe genug Gedöns dabei hier. Verdammt nochmal! Und boom! Ich denke, ich sollte mich mal wieder heilen. Sonst ist es ein bisschen unklug. Ja, für etwas habe ich das Zeug ja mit, nicht wahr? Wie gesagt, ich denke, das ist das Beste. Jetzt schießt die Olle auch noch. Au. Hey, warum kann ich die nicht immer treffen? Seht es an! Irgendwie ultra gemein hier. Ja, so. Oh, sie hat den Hut verloren. Leck mich, Risky. Ich habe die Kraft. Ich habe die Kraft. Komm schon. Was? Oh, dein Schwert. Ja, ich mach dich einfach nur so kaputt hier. Ja. Komm schon, nerv mich. Ey, die ist ultra heftig hier. Scheiße, ich brauche Heilung. Fuck. Nicht, dass irgendwas passiert. Und ultra Heilung. Gib auf, Risky. Du bist am Ende. Du wirst diesen Platz nie mehr lieben verlassen! Wo ist sie hin? Oh shit, ich sollte verschwinden. Und als Harpier wegfliegen, genau! Oh Gott, muss ich fliegen? Oh Gott, ich muss fliegen!
mein Gott. Also ich muss nur mich bewegen. Fliegen tut Chanté alleine. Aber ich muss ausweichen. Oh, fuck. Ohne Magie wäre dieser Kampf echt heftig gewesen, muss ich sagen. Komm schon. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Shit, ich wollte gerade wegfliegen. Sind wir in Sicherheit? Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Jawohl! Oh ja. Das war's, Risky Boots. Das war's. Was ist das? Eine Stimme. Willkommen, Chanté. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Ich kann nichts erkennen. Habe keine Angst. Du bist unter Freunden. Du hast das Reich der Genies betreten. Das Reich der Genies? Wie bin ich hierher gekommen? Das sind die Wächterinnen der Labyrinthe. Wir haben dich hierher gebracht, um dir zu überreichen ein Geschenk. Eine Belohnung für deine Tapferkeit im Angesicht des Bösen. Eine Belohnung? Du hast viele Versuche unternommen und dein Potenzial überschritten als Halbgenie. Jetzt, durch das Kombinieren unserer Magie, werden wir dich zu einem kompletten Genie machen. Hä? Meinst du das wirklich ernst? Ja, du kannst im Reich der Genies bleiben. Und endlich bei deinesgleichen sein. Du wirst nicht länger ein Halbgenie sein. Aber was ist mit meinen Freunden? Und Mimik? Werde ich sie wiedersehen? Genies dürfen sich nie in der Welt der Sterblichen zeigen. Ich weiß, dass du sie vermissen wirst. Aber du wirst glücklicher sein. Hier. In Frieden und Harmonie. Wir werden die Entscheidung dir überlassen. Ich möchte ein wahrer Genie sein. Mehr als alles andere. Aber nicht auf die Kosten meiner Freunde und Familie. Ich kann sie nicht allein lassen in einer Welt, die mich braucht. Ein halber Genie zu sein, ist dann doch besser. Dann wirst du unser Geschenk ablehnen? Ich fürchte ja. Dann werden wir dich zurückschicken. Mach's gut, Chanté. Oh, hallo. Chanté! Chanté! Wach auf! Geht es dir gut? Als ich sah, wie Riskys Insel in Rauch aufging, war ich in Sorge um dich. Mimik, es tut mir leid. Ich habe die Dampfmaschine zerstört. Ich musste. Mach dir keine Sorgen darüber. Ich kann nun erkennen, dass die Welt nicht bereit ist für Dampfmaschinen.
Ich bin froh, dass du es in einem Stück zurückgeschafft hast. Mimik, ich wünschte, ich hätte dem Bürgermeister gesagt, dass ich kein vollwertiger Genie bin. Wenn er mich behalten möchte als Wächter der Stadt, möchte ich, dass er die Wahrheit erfährt. In Ordnung, wenn du das so sehr möchtest, überlasse ich dir das. Oh Gott, der Typ wieder. Ich habe gehört, was du mit Mimik besprochen hast. Keine Sorge. Du hast Scuttletown gerettet. Du bist unsere Heldin. Wirklich? Ja, absolut. Es interessiert mich nicht, ob du ein Halbgenie bist oder nicht. Du wirst immer unser Champion sein. Wow. Aber kann ich auch nur die Hälfte zahlen? Na super. Ich rette eure Ärsche und dann wirst du mir nur die Hälfte zahlen? Na, vielen Dank auch. Und warum repariert der Typ da oben Shantys Leuchtturm? Ja, weil sie ihn zertäppert haben am Anfang des Spiels. Und sie sitzt da in ihrem Bikini und fächert sich Luft zu. Oh, erstmal strecken. Leute, ich denke, das war's mit Shanty. Zeit für mein Resümee. Jetzt der Schluss, ja. Die Insel von Risky und auch der Kampf gegen sie. Der war halt echt heftig. Das war echt nicht ohne. Ich habe auch ihre Bewegung noch nicht rausgehabt. Ich meine, das war mein erster Versuch. Und ich habe ja Items gehabt und die auch benutzt und so. Und deswegen ging's. Aber das Spiel im Großen und Ganzen. Schwierigkeitsgrad in Ordnung. Die Bosse sind vielleicht ein wenig zu einfach geraten, ja. Aber der Rest des Spiels total okay. Ansonsten, das Spiel selber. Fantastisch! Die Idee mit den Verwandlungen, die kleinen Rätseleinlagen, die Grafik, die ganze Aufmachung, alles. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, das ist eines der besten, ich sag mal, Spiele für einen Handheld. Ja. Wie schon mal angemerkt, ich kenne nicht viele Game Boy Color Spiele, aber ich bin überzeugt, das hier gehört definitiv zu den Besten der Besten. Wow. Ernsthaft, ein wirklich fantastisch und grandioses Spiel. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und ich weiß, es gibt noch 3 andere Shantae-Spiele. Und wer weiß, vielleicht kommen die irgendwann ebenfalls auf meinem Kanal. Und da steht, danke fürs Spielen. Bitteschön, gern geschehen. Danke für das tolle, tolle Spiel. Und da haben wir den Endbildschirm. Mit Sky, mit Bollo oder wie ist der Typ? Mit Mimik, mit Rotty Tops und einem kleinen Tintenfisch. Ein wunderschönes Bild. Gefällt mir. Was jetzt? Ja, wir drücken Start. Und wo würde ich jetzt weiterspielen, wenn ich das Spiel neu starten würde? Denn etwas fehlt mir ja noch. Ja, ich konnte jetzt nie speichern halt, ne? Deswegen, ja, ist das Ganze hier auch nicht komplett. Ja, weil ich nie gespeichert habe, ist auch da unten das Ding weg. Der Herzspruch. Aber was ist mit dem unteren Spruch da? Der unten rechts? Das vermute ich für die Insel von Risky Boots. Keine Ahnung, wie man dazu kommt. Und ich habe auch keine Ahnung, warum ich jetzt noch 5 Tintenfische übrig habe. 4 meine ich. Ja, es wären 4, aber der ist jetzt halt nicht mehr gespeichert worden. Naja, sei es drum. Sei es drum. Es wird noch einen kleinen Bonuspart geben. Aber ich würde jetzt schon sagen, das war's mit dem wunderbaren Game Boy Color Spiel Shanty. Ich hoffe, ihr hattet mindestens so viel Spaß wie ich. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zu meinem nächsten Projekt. Macht's gut oder besser. Tschüss!